gekommen. Ich habe dich erwartet. Oh, niemand da, um uns zu empfangen. Ja, wie immer, herzlich willkommen. Peace and Justice, ne? P und J. ja, ich wollte euch wieder so ein paar Schnapper zeigen, weil wieder für kleines Geld. Und ich bin ja im Moment wieder voll auf Rogue One Modus. Dementsprechend ist das natürlich schön, wieder ein paar Rogue, was heißt ein paar, ist ja nur eine Rogue One Figur. Und zwei Rebels Figuren, wovon ich auch schon die ein oder andere habe, aber dann eigentlich mal eine zum Auspacken etc. Und zwar haben wir hier einmal den, ich pack die mal wieder, wie immer, ne? Machen wir erstmal Rebels. Hier den Kanan Jarrus. Ich hoffe, es blendet nicht so viel. Und hier steht auch wieder, ne? Kanan Jarrus ist ein Jedi-Ritter und Anführer einer kleinen Rebellengruppe, die als Crew der Ghost bekannt sind. Er führt ein Lichtschwert und einen Blaster, was für einen Jedi eher ungewöhnlich ist. So, so. Und geil ist natürlich, ne, wenn ich jetzt mal selber so gucke, den wollte ich die ganze Zeit haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den echt schon doppelt habe. Aber für meine Stormtrooper- bzw. Sandtrooper-Sammlung hier commandermäßig ist das natürlich wunderbar zum Auspacken. Finde ich schon mal sehr geil. Das ist very, very nice. ja. Wie man so schön sagt. Dann hier Sabine Wren. Auch super. Ja, also kann ich endlich auspacken. Passt zu meinen Mandalores und so weiter. Voll, voll gut. Und zwar die Mandalore. Es geht schon wieder los, weißt du? Kein Bier getrunken, aber am Lallen wie was auch immer. Die Mandalorian-Kriegerin Sabine Wren ist eine Sprengstoff-Expertin und Graffiti-Künstlerin, wodurch sie perfekt in die Gruppe der ersten Rebellen gegen das Imperium passt. So, so. Hat sie auch eine Sprühdose bei? Nee. Aber geil. Oh, ich sehe schon. Und zwar, so eine Zugleinmechanik ist da dran. Ja, das müssen wir gleich jetzt erstmal antesten, ne? Auch auf jeden Fall. Voll gut. Und dann natürlich Spitze, hatte ich ja jetzt schon wieder die großen von gezeigt. Und ich habe auch in diesem Doppelpack halt, habe ich auch schon so einen Death Trooper gehabt. Allerdings nicht so einen, meine ich, der hier vorne noch die Sprengsätze halt hat, ne? Diese Granaten halt und so weiter. Ich glaube, das ist bei dem normalen nicht gewesen, den ich da hatte, in dem Doppelpack. Und zwar die Death Trooper. In der düsteren, bedrohlichen, glänzenden Stormtrooper-Spezialrüstung sind die Elite-Soldaten des imperialen Geheimdienstes und dienen Direktor Krennic als Bodyguards und Vollstrecker. Ja, sehr geil. Das ist schön. Also, kurz auspacken, gucken wir wieder drei Figuren auf einmal an oder mache ich sie einzeln? Ich weiß es nicht. Ich wollte es euch eigentlich nur mal kurz gezeigt haben, ne, als günstige 5-Euro-Variation. Wie ich schon mal sagte, wartet einfach ein bisschen länger und dann kriegt ihr die was nachgeworfen. Ne? Besser als 15 Euro. Guck mal, ich habe für das 4er-Pack jetzt letztens dieses Jakku, Rebellion auf Jakku, auf Jeddah. Ja, auf Jeddah, ne? Ja, Rebellion auf Jeddah, Revolt, Dings da, Jeddah Revolt. Habe ich 15 Euro gezahlt. Wollen sie heutzutage für eine Last Jeddah-Figur haben? Gut, da hast du diesen Force Link drin, dass er Geräusche macht. Ja, als Kind hast du die Geräusche selber gemacht. Da brauchtest du sowas nicht. Ja, das war's dann schon. Ich werde die in Einzelvideos jetzt nochmal machen, die Figuren. Also sprich Unboxing und fertig so. Und in der nächsten Folge habe ich auch noch was anderes. So ein bisschen wieder Literaturzeug, beziehungsweise Literatur-Bilderbücher sozusagen zum Ausklappen. Und ich wollte ja diesen Color hier unten Darth Vader auch noch zeigen. Also in diesem Sinne, danke fürs schnelle Reinschalten und gebt euch sofort die Reviews zu den einzelnen drei Figuren. Ne? Dann können wir uns die nochmal vernünftig angucken. Vielen Dank, bis dann, tschüss. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Es gibt kein Entkommen.